Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon Brothers. Ja, im letzten Part haben wir die drei Keys gekriegt, die wir brauchten, um die bösen Tamer aufzuhalten. Und ich nehme jetzt gerade alles beinahe am Stück auf, weil ich habe das Gefühl, dass dieses Spiel nicht mehr allzu lange gehen wird. Irgendwie spitzt sich gerade alles zu. Einige unserer Gegner sind bereits auf dem Mega-Level und ja. Und ich denke, daher wird auch bald, ja, das Finale vielleicht beginnen. Wir sind bereits Gold-Thema, das heißt, danach wird noch die Platin-Thema-Geschichte kommen und dann die Bronze- und dann der Weg zum Thema-King. Aber so viel wird das sicherlich nicht mehr sein. Wir haben auch die Keys, um da einzusetzen. Ich werde alle drei Keys einsetzen und da, oh du Schande, ich wusste mal, wer das ausspricht. Appa-klappa. Ich kenne euch. Voila, genau sowas. Haha. So, vor diesem Bosskampf genehmige ich mir, eben mal kurz ins Menü zu gehen. Auf Items oder Items. Und zwar in ein MP-Chef Single. Dem lieben Sasa drauf zu drücken. Und noch ein. Okay, das reicht. Dann wieder raus aus dem Menü. Raus, noch rauser. Okidoki, dann auf zum Endboss. Truhe. Truhe. Eine... Oh, ja, die sind ganz interessant. Wie gesagt, sind die ganz interessant. Mal sehen, ob ich sie irgendwann mal benutzen will. Die lassen sich nur im Kampf benutzen. Ach ja, auf jeden Fall. Was zum... Wir sind in einer Sackgasse gelandet. Ach, was soll's. Der Bratenmüll ist niemals hierher schaffen. Tada! Hab ich euch gefunden. Ich will nun sicher gehen. Ja, wir sitzen in der Falle. Yoshiki, du hast uns in das, lass uns das eingebrockt. Tu irgendwas. Alles, was ich tun kann, ist... Ramm diesen Braten, Grand Look Momon. Gute Idee, das wird, ich gebe dir die Ehre. Dieses Teil, ich muss, Grand Look Momon aufhalten. Wir kämpfen gegen den Zug. Mal ganz episch. Boah, der sieht ja geil aus. Einfach mal ehrlich gesagt, der sieht cool aus. Stinkt mal in einem Dreifelder ein, wie gewohnt. Machen wir auch gleich mal einen Dreifelder-Angriff. Oh, einer ging daneben. Oh, er kann ausweichen. Dann mach mal deinen Tsunami-Angriff. Ja, ein Critical Hit dabei. Ja, es macht schon mal ein bisschen Dynamic Cannon. Jonas, stirbst du daran? Sicherlich. Was erwarten wir von ihm? Weiterhin, den Dreifelderangriff bietet sich bei so einem Kampf mal gut an. Ja, und damit mir Jonas ja nicht abschmiert, was haben wir denn da so? 300? Ja, wir sollten vielleicht mal besser nehmen. Führt zwar nicht ganz auf, aber naja. Flying Spirit? Hä? Was macht das? Attack up! Oh mein Gott! Das könnte für den armen, armen Jonas sehr, sehr wehtun. No? Ah. Digitale Bombe. Es geht auf. Oh, armer Jonas, armer Jonas, armer Jonas, armer Jonas, ah. Ich werde diese Runde tatsächlich lieber nutzen, um Jonas zu heilen. Ich möchte nicht, dass er die Erfahrungspunkte verpatzt, weil das ist ein richtiger Endbosskampf und er gibt bestimmt gut Erfahrungspunkte. Und hör auf, die beiden anzugreifen. Danke, Jonas, dass du ausgewichen bist. Dann hätte ich dich gar nicht aufhalten wollen. Egal. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, sagt man so schön. Nur für Jonas eine Herausforderung, dieser Kampf. Ja, Sasa steigt auch gleich ein Level. Hat eine höhere Init als Murphy und so weiter. Und er hat eine neue Attacke gelernt, Ocean's Love. Oh,
klingt ja ein Tacke süß. Wir haben den Kampf gewonnen. Chuchu! Aktiviere ATS. Nutze die Notbremse. Ja, wir haben Grand Lokomon gestoppt. Bing! Weg ist er. Ach, komm schon. Was soll das? Ah, Yuji! Du bist aber früh da und der andere auch. Ah, bist du in Ordnung an? Ja, Kazuya, Yuji. Ihr seid erledigt, böse Tamer. Habt ihr keine Chance zu fliehen. Ja, wir werden die anderen auch schnappen. Ist an der Zeit, sich friedlich zu ergeben. Wie sieht's da aus? Sieht's aus, als könnte es jetzt spaßig werden. Das ist wirklich unglaublich. Du hast beide alleine besiegt an. Danke. Wir brauchen eine Antwort von Ihnen. So sollten Sie zurück in die Zentrale gehen. Natürlich. Los geht's. So, also seid ihr beiden die bösen Thema, ha? Huh? Was für Ärger ihr nur da bereitet habt. Aber den mysteriösen Thema, den ich im Sky Palace war, ist nicht in der Gefangenengruppe. Was? Bist du dir sicher? Du meinst sicher unseren Boss. Jungs hat einen Boss? ich hab gedacht, wir haben sie alle. Gonna catch them all. Wo ist euer Boss? Falls ihr das wissen wollt, er versteckt sich in den Hard Mountains. Ausrufezeichen. Hey, warum hast du es ausgeplaudert? Warum nicht? Selbst wenn sie ihn finden, sie haben keine Chance gegen ihn. Die Hard Mountains, hä? Ich verstehe. Klingelt's bei dir, Zivi Angemon? ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, irgendwas ist falsch bei den Daten dort. Wenn wir es nun wissen, sollten wir gehen. Nein, das können wir nicht. Könnte wieder passieren und sie könnten uns eine Falle stellen. Yuji hat recht, denke ich. wir können nicht alle diesen Ort verlassen. Nun, dann werde ich gehen und das Ganze untersuchen. Weil wir alles machen. Vielen Dank an, viel Glück, keiner geht mit dir, du machst das immer alleine. Ja, ich denke, es ist die beste Lösung. Nun an, deine neue Aufgabe ist es, zu den Hard Mountain zu gehen und dort den Boss der bösen Tamer finden. Natürlich, Sir. Anne? Wir sind alle mit dir. Danke, ihr könnt auf mich zählen. Ach du Schande. ich gehe aber eben mal schnell shoppen. Denn für armen Jonas müssen wir doch ein bisschen einkaufen gehen. Ich will nur eben was nachgucken. Und Schmar, Jonas ist 48. Er schafft noch 6. Sechs mal zwei sind 12. Er schafft gar nicht die Attack. Das heißt für mich wieder eine Menge Spezialtraining. Das mache ich aber jetzt nicht mehr. Das klingt so... egal. Auf jeden Fall gehen wir in den hinteren Shop. Da gibt's bessere Items. Hallo. Nein, Equipment wollte ich gar nicht haben. Tschüss. Thank you, come back soon. I will never come back. Der Item Shop. Wir möchten kaufen. Kaufen.
Ja, das klingt gut. Yay! Und zwar nehmen wir davon ganze 20 mit. Das füllt gesamten HP auf. Davon nehmen wir mal 4 Stück mit. Ist halt alle 3 für mich dann. Jo, einmal komplette MP-Heilung zum Mitnehmen. Danke. Und einmal 400 MP in 3 Zonen. Bietet sich auch gut an, mal mitgenommen zu werden. Gibt's auch irgendwas Interessantes? Wiederbelebung von allen 3. Nehmen wir mal welche mit. Regeneriert sowohl alle Fluche, HP, MP und alles in einem. Das ist sowas wie ein Elixier in Final Fantasy. Nehmen wir auch mal welche mit. Okay. Kann man ja nie genug von haben. Und wenn man so viel Geld hat wie ich, wenn man so viel gelevelt hat. Was ich vielleicht noch machen könnte, ist auf jeden Fall, damit mir Jonas nicht sofort immer abkratzt. Und nicht wie ein Weltmeister auf die falschen Tasten drücke. Reden wir mit dir. Pokémon, willkommen. Ja, schauen wir mal nach, ob es irgendwas Interessantes für Jonas gibt. Bevor ich ihn trainieren muss. Und ich drücke schon wieder auf die falsche Taste. Ah, ich krieg's nicht in den Kopf. Auf jeden Fall juckt meine Nase. Kaufen. Ich habe gerade keine Ahnung, was meine R-Taste ist. Kann ich da drauf drücken? Nein, gut. Config. Control Config. R is the W. Okay. Okay. Hätte ich irgendwie auch drauf kommen können. Yep. Gucken wir mal nach. Wo haben wir denn hier? Bringen wir mal ein ganzes Stück Level 40er Equipment. Das klingt doch gut. Für Murphy? Nö. Was haben wir denn hier? Level 30er Drachenzeug? Achso, das ist nach, okay, müssen wir doch von oben. Drachenzeug, Drachenzeug, Bisszeug, da haben wir's, ja. Speed of Light. Wie sind wir? Mal gucken, was haben wir denn hier? Defense 48, Speed, Resist Dark, Resist Light. Defense 63. Nehmen wir die hier. Ja. Gucken wir auch gleich mal für dich. Was haben wir denn hier? Resist Water. Die sieht gut aus. Ja, okay. Der ist auch nicht mehr gut. Und für Murphy brauche ich keine Armor. Gucken wir eben nochmal unter Weapons, um den Angriff nochmal zu erhöhen, von vielleicht Jonas, damit es irgendwann mal schafft, Schaden draus zu hauen. So, das macht Attacke plus 49, Double Dash, Critical Rate plus 2 oder 49 und Vision. Wir nehmen den hier. Ja. Und ich habe gerade Suishumaru gelesen. Ich war so irritiert gerade. Und für dich haben wir mit Spirit und Accuracy, also Genauigkeit und Instant Freezer. Oder mehr Attacke, mehr Spirit und Hydro Freezer. Haben wir noch was? Ne, dann nehmen wir dich. Klingt gut. Und jetzt eben noch Maschinendämon-Gezeug suchen. Blood Laser, den konnte Hagurumon mal. Der war gar nicht so schlecht. Attack und Critical Rate oder Energy Gear. Dann nehmen wir den hier. Klingt nicht schlecht. So, und dann gehen wir wieder. Das heißt, wir müssen noch eben ausrüsten. Dann beende ich diesen Part auch. Bevor wir uns in die Hard Mountains begeben. Auf jeden Fall erstmal alles ausrüsten. Oh, mein Mund ist so trocken. Ja, gut, dass ich gleich eine Pause mache. So, und zwar Equipment. Waffen, Change. Da haben wir auch gleich was für dich gekauft. Und zwar nicht die Double X. Ja, das war, glaube ich, die Beast X. Ja, Beast X. So, als Rüstung bekommst du, müsste ganz unten sein. Ja, die Bone Crown. Und noch irgendein Accessoire, das wir dir aufdrücken können. Das
Speed Ring. Slightly increased XP received after winning a battle. Spirit plus 20. Slightly increased XP after winning a battle. Moderately increased XP after receiving a battle. Spirit plus 20. Den XP Ring gebe ich gleich mal Murphy. Christen Speed Ring equipped. Komm mit. Ne, kann man nicht, schade. Gut, dann müssen wir aus dem Menü raus. Weiter raus. Murphy. Chris, neues Equipment. Als Waffe, Chris, du. Den haben wir sogar schon mal gehabt. Den Titan Saber. War das wirklich den, den wir gekauft haben für ihn? Oder war es der Ray Saber? Ne, es war der Ray Saber Equipment. So, du kriegst noch aufgedrückt. Was war das denn? Ach, für den haben wir gar nichts davon geholt. Krüchter. Den Light Shield einfach mal draufgepappt. Und als 8th War will ich ihm den XP Ring Better an die Hand drücken. So, wieder zurück. Und der gute Sasa bekommt von mir sowohl eine Waffe, und zwar... Nein, das war er nicht. Den Hydro Freezer, also den Tramp. Als Shield bekommt er Melodic Wave, also den ENT. Trend and. und zwar den Spirit Ring. Weil er sowieso schon richtig gut Spirit hat, kriegt er noch mehr Spirit draufgehauen. Okay. Gut. Schauen wir uns eben an. 242 plus 54 plus 52 plus 55. Gut, dann. Raus. Würde ich sagen, war es das auch wieder für diesen Part. Im nächsten Part suchen wir den Anführer der Bad Tamers. Bis dann und ciao.